Musik, das sah cool aus. So, dann wieder hier runter. Ups. Sorry. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Bevor ich jetzt über die Rampe da flitze und das Level beende, gucke ich einfach nochmal, ob es hier nochmal zu holen gibt. Aber obwohl, das ist eigentlich Schwachsinn. Ich verliere doch eh gleich meine ganzen Sachen. Nee, dann lasse ich das. Ist auch egal. So. Und tschüss. Crazy geek freak. What kind of stunt is that to pull? Let's take her in. She don't look much like one of them. Maybe she's an eco-terrorist or something. And they wear hot pants, huh? Jo, da werden wir jetzt gerade fortgetragen. Sozusagen festgenommen. Ja, ist ziemlich fraglich, warum sie den Sprung dann nicht auf die Reihe kriegt. Oder generell, was sie damit bezwecken wollte. Ist aber auch eigentlich egal. Fakt ist, wir sind jetzt festgenommen, haben dann gleich gar keine Gegenstände mehr, außer, ich meine, unsere Statistiken und ein Medipack. Lassen sie uns dann da. Dann befinden wir uns in einem Hochsicherheitstrakt und müssen dann ausbrechen. Ja, das wird eine ganz lustige Action. Okay, hier die Statistik, 40 Minuten haben wir gebraucht, alle drei Secrets gefunden. Ja, zu meinem Verwundern, ich dachte, ich hätte einen verpasst. Dem war aber nicht so. Ich habe wohl doch alle gefunden. 19 Gegner getötet, 360 Munition verbraucht, davon haben 325 getroffen, ein ganzes Medipack genutzt und 3,31 Kilometer gelaufen. Noch erwähnenswert ist zu den Medipacks genutzt. Das wird so berechnet, ein halbes Medipack, wenn man das benutzt, ist 0,5 wert oder wird berechnet und ein ganzes halt 1,0. Da ich jetzt zwei kleine Medipacks benutzt habe, wird das addiert und wir kommen auf 1,0 Medipacks. Oder auch halt ein ganzes. Ja. Dann sehen wir uns gleich beim Hochsicherheitstrakt. Bis gleich.